Was wären wir nur ohne die permanente Erinnerung daran, dass wir heute noch nicht genug gelaufen sind oder ausreichend Stehminuten gesammelt haben? Ja, Tech-Gadgets wie die Apple Watch haben das Bewusstsein vieler Menschen für das Thema Gesundheit geschärft. Doch das ist ja nur ein kleines Werkzeug in einem inzwischen viel größeren Werkzeugkasten. Was da so möglich ist, darüber sprechen wir jetzt in Folge 46 des Mac and I Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Mit dabei ist heute Inge Schwabe aus der Redaktion von Mac and I. Hallo Inge. Hallo, hi. Und mein persönlicher Gesundheitssensor, zumindest wenn es um die mentale Bewältigung der Moderation dieses Podcasts ist. Hallo Leo Becker. Hallo, mentale Gesundheit ist erst für iOS 17 eingesetzt, glaube ich. Soweit sind wir noch nicht. Das wollten wir jetzt hier nicht leaken. Ja, mein Name ist Malte Kirchner. Lasst uns loslegen mit einem Nachrichtenthema, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Es gab ja eine ganz interessante Ankündigung dieser Tage von Apple. Es geht um das Thema Barrierefreiheit. Ja, also es hat sich ja jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass Apple schon im Vorfeld der WWDC und im Vorfeld der Ankündigung seiner neuen Betriebssysteme zu dem Global Accessibility Day, der genaue Name des Tages ist mir entfallen, aber es gibt im Mai immer diesen Tag für Barrierefreiheit, rund um Barrierefreiheit, und da nennt Apple im Vorfeld auch gerne jetzt seine geplanten Funktionen für die künftigen Betriebssysteme. Da wird natürlich immer wohlweislich der Name iOS 17 nicht erwähnt zum Beispiel, aber es ist klar eigentlich, die kommen jetzt, ja, sollen ja im späteren Verlauf des Jahres kommen, also eben wahrscheinlich im Herbst. Und da sind immer sehr interessante Sachen dabei, eigentlich, kann man, glaube ich, jedes Jahr sagen. Und dieses Jahr sind ebenfalls wieder interessante Funktionen dabei, vor allem eine, die, glaube ich, die Hauptaufmerksamkeit auch auf sich gezogen hat, nämlich das Apple nennt es, hat bis jetzt nur englische Begriffe, nennt es Live Speech und Personal Voice, also die Möglichkeit, Text einzugeben auf dem iPhone zum Beispiel und den dann von erstmal standardmäßig von der Siri-Stimme oder von einer Computerstimme, wenn man so will, vorlesen zu lassen und dann im nächsten Schritt ein eigenes Sprachmodell seiner eigenen Stimme, solange man dazu eben in der Lage noch ist, zu trainieren. Apple spricht von 15 Minuten, in denen man praktisch Zufallstextsequenzen vorlesen muss, einsprechen muss, und daraus soll dann auf dem iPhone oder auf dem Gerät lokal das eigene Stimmmodell trainiert werden. Ich glaube, das dauert auch so ein bisschen über Nacht und wahrscheinlich muss das iPhone an Strom und natürlich, also das ist schon eine aufwendigere Geschichte. Ja, also da passiert einiges, muss einiges berechnet werden, und dann erhält man sein eigenes Sprachmodell, was eben auf dem Gerät gespeichert ist und mit dem man dann eben auch Text eingeben kann und vorlesen lassen kann. Und das funktioniert eben sowohl in persönlichen Begegnungen, indem man das Gerät halt mit seiner Stimme sprechen lässt, aber eben auch in digitaler Kommunikation, also praktisch über FaceTime zum Beispiel. Wie gut das dann alles in Dritt-Apps landet und integriert werden kann und wird, werden wir dann sehen. Aber da wird sicher auch, oder gehe ich davon zumindest aus, dass wir da Optionen sehen. Also das war so die größte Neuerung. Ich weiß nicht, Malte, was fandst du am spannendsten von den Ankündigungen bei den Barrierefreiheitsgeschichten? Also auch tatsächlich auch diese Live-Speech-Geschichte, wobei ich generell halt immer finde, diese Bedienungshilfen gehören ja zu den pfiffigsten Sachen, die Apple da macht, softwaretechnisch. Also das ist wirklich so eine Sache, die ja auch mal so ein Showcase ist, was man mit den Möglichkeiten des iPhones überhaupt anstellen kann. Also gerade das Thema Machine Learning, KI spielt da ja auch damit rein. Was da geht und welches Potenzial zum Beispiel auch in der Neural Engine da drin steckt. Also diese Geschichte, wir wissen ja jetzt nicht, wie gut es funktioniert, aber wenn man sich vorstellt, dass eine Stimme von einem Menschen da in 15 Minuten erfasst wird und dann hast du die im besten Falle originalgetreu zur Verwendung, das wäre natürlich großartig, wenn das geht, und auch einfach unter technischen Gesichtspunkten faszinierend. Also von der Lebenshilfe mal ganz abgesehen, das ist natürlich großartig für die Betroffenen, aber ich finde es einfach auch technologisch fände ich einen großen Schritt, der dann geht, weil das ja auch alles lokal auf dem Gerät passieren soll. Ja, und funktioniert bei Apple ja auch immer deshalb gut, weil es ins System integriert ist, ne? Bei den Hörgeräten ja auch. Das ist ja inzwischen alles, du brauchst nicht mehr die spezielle App, es ist im System integriert. Und so kannst du zum Beispiel die Hörgeräte direkt mit dem iPhone verbinden,
bekommst das oder auch das Fernsehsignal direkt da drauf oder am Bahnhof die Ansagen und so Geschichten, ne, und funktioniert. Ja, also das und das unterstreicht halt nochmal, dass mit der Neural Engine da schon ein sehr leistungsfähiges Element Teil des Chips ist, dass der bis jetzt ja sehr brach liegt, wenn man so will. Und der hat ja noch relativ wenig zu tun. Und wir werden ja auch bald sehen, wie es jetzt weitergeht. Also ich meine, Microsoft ist ja vorgeprescht und hat gesagt, praktisch AI überall in unser Betriebssystem, an allen verschiedenen Stellen. Und du bist praktisch in Windows und bist nonstop in irgendeiner Form, kommt irgendwo eine Möglichkeit, mit einem Sprachmodell zu interagieren und dir Hilfe zu holen, Fragen zu stellen, Text zusammenfassen zu lassen. Und das geht dann schon sehr schnell, sehr weit. Und ich glaube, ich sehe noch nicht, dass Apple so schnell jetzt da reinprescht, aber das sind halt die Möglichkeiten, die sie jetzt auch haben und auch Funktionen. Und das werden schon auch Sachen sein, die nachgefragt sind in schneller Form. Also man sieht es ja jetzt schon, dass Leute natürlich interessiert daran sind und darauf anspringen. Ja, zu den zwei anderen Sachen, weil die sollten schon finden, gehören auch erwähnt. Also das Zweite ist, dass sie ja praktisch eine ganz eigene reduzierte Bedienoberfläche als eine neue Option bereitstellen, um ja dir wirklich ein ganz simples iPhone letztlich zu erstellen oder ein ganz simples iPad auch zu bestellen mit großen Icons, wo du dich auf einige spezifische Apps irgendwie festlegst und also es ist letztlich eine neue Bedienoberfläche, eine neue vereinfachte Bedienoberfläche für das iPhone. Und das, was man ja so gern immer so als Senior, also diese Senioren-Handys bezeichnet hat, wo ja immer so riesige Tasten natürlich und das ist alles halt auch einfach und auf klare Bedienung ausgelegt. Aber das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, diese Komplexität halt einfach zu reduzieren und runterzubrechen und trotzdem die Möglichkeit zu geben, das Gerät mit all seinen oder mit den wichtigsten Funktionen halt weiterhin nutzen zu können. Das ist eigentlich eine tolle Funktion. Also sieht zumindest nach einer tollen Funktion aus, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man mit Menschen spricht, die auf diese Funktion angewiesen sind. Also ich hatte des Öfteren mal das Gespräch zum Beispiel mit Menschen, die Sehbehinderung haben, bis hin eben, dass sie blind sind und diese Funktion nutzen, die Apple da anbietet. Die sagen einem auch, dass es wirklich sinnhafte Funktionen sind, also die auch wirklich für ihren Alltag eine Bereicherung darstellen. Und Apple kann ja eigentlich mit diesem Thema Barrierefreiheit nur gewinnen. Auf der einen Seite glaube ich, dass es einfach auch ein riesiger Markt ist, dass es viele gibt, also ich höre das zumindest immer wieder, dass eben es Apple-Nutzer gibt, die Apple-Nutzer sind wegen diesen Bedienungshilfen, die da integriert sind und gar nicht mal so sehr wegen allem anderen, was andere Konsumenten anspricht. Aber es ist natürlich auch einfach so vom Ansehen her des Unternehmens, der ganzen Marke, natürlich auch ein enormer Zugewinn, dass Apple sich diesem Thema so widmet und das ja auch mit einer Kontinuität macht. Also du sagtest ja gerade, Leo, jedes Jahr haben wir diesen Weltbarrierefreiheitstag, wo Apple das mittlerweile zur Tradition gemacht hat. Es ist eigentlich das einzige Mal im Jahr, wo wir verlässlich dann auch schon einen Ausblick auf kommende Betriebssysteme bekommen. Alles andere ist ja wirklich bis zur letzten Minute unter Verschluss und allenfalls Mark Gurman wird uns darüber in Kenntnis setzen, was da drin steckt. Also Ja. das ist schon wirklich ein großes Ding. Und es ist ja auch schön, das im Vorfeld schon rauszunehmen, um die komplette Aufmerksamkeit halt darauf zu legen, weil im Rahmen von den Betriebssystemneuerungen, da geht das ja dann doch irgendwie unter am Schluss. Und das sind schon wichtige Sachen, die man einmal prominent ins Rampenlicht, dann einmal im Jahr prominent ins Rampenlicht stellen kann und dann nochmal hervorheben kann. Auch diese dritte Funktion, die Sie angekündigt haben, ist extrem spannend, weil sie ja letztlich die Möglichkeit gibt halt, die iPhone-Kamera auf ein Objekt in der Umgebung zu richten und sich zum Beispiel Bedienelemente auf einer Mikrowelle oder im Backofen oder halt was man auch immer in der freien Wildbahn antrifft, halt sich vorlesen zu lassen. Also praktisch ein Screenreader für die physische Welt. Das ist also auch das ja, wo man zumindest das Gefühl hat, okay, das ist eine Funktion, die extrem, extrem nützlich sein könnte, weil sie halt plötzlich Dinge barrierefrei oder barrierefreier oder barriereärmer macht, die das halt selbst nicht eingebaut haben, ja, weil halt die Mikrowelle ist halt mit winziger Schrift beziffert und schwer lesbar und je nachdem, wie gut die Augen sind und all diese Sachen wirken nach einer guten Hilfe im Alltag. Also das, ja,
also drei große spannende neue Funktionen und viele kleinere Funktionen ja auch, dass man die Textgröße in macOS dann mal in Zukunft anpassen kann und solche Sachen, die wir jetzt aus iOS schon gewohnt sind. Und das ist natürlich schon, also das sind alles Schritte auch für Nutzer, die glauben, keinerlei Einschränkungen zu haben. Also da sind Funktionen dabei, die auch super sind. Ja? Also ich meine, Textgröße größer zu machen, ist, glaube ich, an einem gewissen Punkt immer von Vorteil. Egal, wie die eigenen Augen sind. Also da Komm, sprich's aus, ab hilft. einem gewissen Alter immer von Vorteil. Das Alter spielt da sicher auch mit rein, ja. Ja, und beim iPhone siehst du das tatsächlich ganz häufig, ne? Du schielst jemandem aufs Display und siehst dann da riesen Buchstaben. Da nutzen es viele, ne? Das fehlt, Ja. wird Zeit, dass das jetzt dann da auch kommt. Ja. Ja, warten wir mal ab. Es ist ja nicht mehr so weit, dass wir dann iOS 17 und die weiteren neuen Betriebssysteme dann auch in Gänze sehen werden. Auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC wird ja erwartet, dass sie vorgestellt werden. Und dann sehen wir vielleicht auch schon klarer, wie da der weitere Fahrplan ja auch ist dann für diese Bedienungshilfen. Also ob wir sie dann schon ab 17.0 zum Beispiel sehen werden oder vielleicht einzelne Features auch zu einem späteren Zeitpunkt. Da werden wir natürlich auch drüber berichten. In unserem Mac in einen News-Ticker zum Beispiel. Lass uns zu unserem Hauptthema kommen. Wir wollen heute über die Apple Watch sprechen und das Thema Gesundheit. Und ja, vielleicht starten wir mal mit so einer ganz allgemeinen Frage mit Blick auf die Apple Watch, so eine Einordnung. Die Apple Watch kann ja einiges. Also sie kann ja in mancher, sie ist zum Beispiel jetzt so in gewissermaßen der verlängerte Arm für Benachrichtigungen, ne? Dass man die dann auf diese Weise eben dann sich zu Gemüte führen kann. Aber das Thema Fitness und Gesundheit ist natürlich auch ein großes. Aber wie groß ist es denn? Wie wichtig ist denn dieser Bereich? Was ist da so deine Einschätzung, Inge? Es wächst vor allen Dingen ständig, ne? Denn angefangen hat das Ganze ja so als Fitness-Tracker, Schrittezähler und so. Und inzwischen hat halt die Watch tatsächlich schon so ein bisschen was heißt so ein bisschen, hat diagnostische Fähigkeiten. Der Herzsensor, der ist ja von Anfang an dabei und er kann jetzt auch nicht irgendwie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erkennen. Aber im Prinzip auch schon ab einer relativ, also ich glaube ab Version 4 oder was, bei jedem eine Unregelmäßigkeit beim Herzrhythmus erkennen. Und auch warnen, habe ich in der eigenen Familie tatsächlich erlebt oder gibt es auch mehrfach, dass die Apple Watch oder Sie sehen es dann ja meistens erst auf dem iPhone, die Warnungen und dass dann irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung ist und die Leute dann zum Arzt gehen und tatsächlich zum Beispiel das Risiko vielleicht für einen Schlaganfall sich dann auch dort als höher erweist, ne, durch weitere Untersuchungen dann natürlich. Man darf dem nicht, darf das, doch man muss ihm viel Beachtung schenken, aber darf sich nicht verrückt machen. Der Schritt geht dann immer zum Arzt natürlich, ne. Ja, es ist halt schön, so eine Frühwarnung zu haben oder so diese Vorstellung halt, dass die Uhr viele dieser Daten im Hintergrund praktisch sammelt, ohne dass man selbst aktiv werden muss, aber an einem gewissen Punkt einfach dann den Hinweis erhält, okay, da könnte was sein. Das ist ja relativ vorsichtig natürlich gestaltet, logischerweise auch, und ist ja auch sinnvoll, das vorsichtig zu formulieren und vorsichtig zu gestalten. Aber in dem Moment kann man dann überlegen, okay, das ist etwas, was ich irgendwie in sinnvoller Form ärztlich abklären lassen könnte oder halt mal dann in professioneller Form überprüfen lassen könnte. Und ich glaube, das ist schon ein, zumindest was jetzt spezifisch das Vorhofflimmern als Herzrhythmus, als sehr durchaus recht weit verbreitete Herzrhythmusstörung halt angeht. Also das ist schon ein sehr gutes Element. Plus diese zwei zusätzlichen Warnfunktionen, die die Uhr ja auch macht, einen praktisch vor einer auffällig hohen Herzfrequenz zu warnen, wenn man halt völlig ruhig auf der Couch sitzt, was ja auch nicht immer zwingend automatisch was Schreckliches bedeuten muss, aber ein Hinweis sein kann, dass irgendwas, also in Aufregung zumindest ist. Also man kann ja auch, jemand kann ja auch sehr aufgeregt sein und trotzdem ruhig sitzen, und natürlich kann dann eben auch die Herzfrequenz hochgehen. Aber wenn man das halt öfters hat, diese Warnmeldungen öfters kommen, kann man zumindest mal überlegen, das mit seinem Arzt dann auch zu besprechen. Ja, und das Schöne ist ja, dass er ja dann, dass du als Nutzer nicht nur hingehst und sagst, hey, meine Watch hat mir da mal irgendwas gemeldet, sondern du kannst ja auch die Ergebnisse exportieren und ihm dann vorlegen. Und diese Schnittstelle ist ja ganz, ganz wichtig. Die bekräftigt natürlich dann auch das, was dem Nutzer widerfahren ist. Und der Arzt kann dann auch genauer sehen, hey, ja, das und das ist passiert. Und das, was du eben beschreibst mit dem, dass man auf dem Sofa sitzt und die Watch dann was feststellt, genau das war das, was dann bei mir in der Familie passiert ist. Und letztlich steckte da wohl ein zu hoher Blutdruck dahinter, der aber so ja nicht gewahr wurde. Ne? Der fiel dann tatsächlich erst auf, weil mehrfach im Liegen,
ganz ruhig auf einmal das Herz hochschnellt, was wohl so ein Effekt davon sein kann. Ja, ist interessant, dass das dann auch auf andere Bereiche eben geht, weil Blutdruck ist ja ein gutes Stichpunkt, den wir ja im Moment jetzt leider von der Watch noch gar nicht selbst abgedeckt haben. Also da kann man ja auch nur hoffen, dass da Apple hinterherkommt, weil Blutdruck ist natürlich auch so eine Messgröße, die, glaube ich, sehr schön wäre, wenn man die einfach im Hintergrund halt mitlaufen lassen würde und halt sehen würde bei starken Abweichungen oder bei Auffälligkeiten dann gewarnt würde. Sehen wir ja vielleicht in Zukunft. Ja, ich glaube, das ist halt, also das EKG ist ja jetzt nun, das EKG war ja der große Durchbruch praktisch mit der Series 4. 2018 war es, glaube ich. Und das war ja so der große Schritt, wo die Apple Watch von einer interessanten Uhr mit Sportfunktionen und ein bisschen Gesundheitsfunktionen halt zu einem irgendwie auch medizinischen Tool wurde oder zumindest in diesen Bereich ging und Apple halt auch den Aufwand betrieben hat, das halt entsprechend mit Studien oder mit einer Studie zu beleuchten und dann den ganzen durch Validierungsgang gegangen ist, um das halt zu einem als medizinisches Instrument oder als medizinische App-Funktion absegnen zu lassen. Und das ist natürlich, gerade bei dem Vorhofflimmern ist es natürlich interessant, weil du hast ja da das Problem, dass das tritt ja nur sporadisch auf und dann bist du halt beim Arzt und hast halt vielleicht das EKG und alles professionell und es wird halt alles überwacht und dann hast du halt kein Vorhofflimmern und dann gehst du halt wieder nach Hause und bist halt auch nicht schlauer als vorher. Aber die Uhr ist halt immer da und ist theoretisch immer präsent und vielleicht sogar 24 Stunden am Handgelenk und kann halt 24 Stunden eben entsprechend auf diese Symptome achten. Und das ist natürlich was wir in dieser Form, eine Möglichkeit, die wir in dieser Form ja gar nicht hatten, dass Leute halt eben ihre eigene Gesundheit wirklich rund um die Uhr überwachen können bis zu einem Ja. gewissen Grad und Einblick in die erhalten. Und das ist schon ein großer, großer Schritt. Nur leider war es halt nach dem EKG, fehlt so der nächste große Sensor. Also ich meine, Ja. du hast ja jetzt auch in deinem Artikel für die neue Mac and I, die jetzt Anfang Juni, was ist der Erscheinungstermin? Ich muss Zweiter, wieder glaube ich, nachschauen. zweiter Juni Ja, 1. oder 2. Juni oder ist sie auch erster. am Kiosk. Heft 3 2023 hast du ja auch nochmal ausführlich beschrieben, was möglich ist mit der Apple Watch und Tipps zu den Gesundheitsfunktionen gegeben. Und wie siehst du denn die Sauerstoffsättigung? Weil die ist ja sozusagen dann der neue Sensor gewesen, der dann später dazu kam nach dem EKG. Was ist da deine Einschätzung jetzt, nachdem wir den ja jetzt auch so gut 2, 3 Jahre, wie lang? Ja, 2 Jahre gibt es ihn 17, glaube mindestens ich. schon, ja. Ja, also kam mit der Series 6 der Sauerstoffsensor. Da waren allerdings andere auch schon ein bisschen vorher dabei und wurde ja zum Beispiel für die hohen Akklimatisierung schon verwendet. Bei der die Sauerstoffsättigung, das war ein großes Thema zu Corona-Zeiten, weil jedes Mal, wenn man den Arzt besucht hat, das ist allerdings auch heute noch so, kriegst du ja hier so einen kleinen Stulpen über den Finger, da wird die normalerweise gemessen, weil das eine lichtempfindliche Messung ist. Und in jedem Film heißt es, Sättigung fällt, Sättigung steigt, weil das im Prinzip tatsächlich mit jedem Atemzug sich ändern kann. Und aber ein Indiz dafür ist, ob der Körper in Ordnung ist oder nicht, was auch immer, ob es jetzt ein Infekt ist, wie eine Corona-Infektion oder auch eben tatsächlich auf der Intensivstation, wo irgendetwas die Gesundheit ganz akut beeinträchtigen kann. Und man sagt, also für diejenigen, die damit wenig anfangen können, die Sättigung liegt im Idealfall bei irgendwo zwischen 95 und 100% und heißt dann eben, dass das Blut sich ausreichend mit Sauerstoff angereichert hat. Und der Sauerstoff wird durch das Blut in den ganzen Körper transportiert, was ja wichtig ist. Fällt die irgendwie unter 90 längerfristig oder wiederholt, dann sollte man dem nachgehen. Insofern ist das eigentlich ein Riesenwert. Es sind eher die Nutzer, die dem kaum Beachtung beimessen. Und ich glaube, so, es gibt nicht allzu viele Leute, die tatsächlich die Blutsauerstoff-App auf der Watch starten, um mal zu gucken, weil letztlich, du merkst natürlich auch, bevor die Sättigung fällt, ohne dass du es merkst, geht es dir schlecht. Ne? Aber interessant ist es zum Beispiel auch zu beobachten über Nacht, weil Apple verzeichnet ja dann seit der Series 6 auch mit dem nächtlichen Protokoll. Und das ist auf jeden Fall ein Blick da immer mal reinzuwerfen, wenn man dann zufällig sehen sollte, dass sie auch nachts häufiger, wo man es ja nicht mitbekommen würde, auf unter 90 % fallen würde, könnte das zum Beispiel auch auf eine Schlafapnoe hinweisen. Also das ist eigentlich ein sehr wichtiger Sensor, mit dem man sich aber erstmal befassen muss, um zu wissen, was man davon hat, ne? Ja, ich hatte immer gehofft, dass Apple auch, weil da haben sie ja komischerweise diese
die medizinische Zulassung halt nicht angestrebt oder zumindest nicht öffentlich angestrebt und auch nicht erlangt, sondern bezeichnen es als Lifestyle-Sensor und sagen, okay, Vorsicht mit den Werten und so weiter. Was ich schade finde, dass das bis jetzt halt nicht passiert ist und dass sie auch in Richtung Schlafapnoe, was ja durchaus andere Uhren auch machen, halt eben diese Schlafapnoe als eigene Warnung dann letztlich, also oder eben auch sich als medizinische Funktion absegnen zu lassen, diese Warnungen zu erstellen, und die fehlt einfach im Moment auf der Apple Watch. Also da muss man dann selbst seine Schlüsse draus ziehen, aber die Watch ja, warnt einen nicht aktiv davor. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie da Das das stimmt, nochmal und angehen, ne? das gibt es tatsächlich. Also ich habe ja auch oder teste gelegentlich andere Uhren, und von Huawei bekam ich dann tatsächlich auch mal eine Meldung: Hey, deine Sättigung fällt gerade unter 90%. War jetzt mal nicht so schlimm, aber wie gesagt, wenn das wiederholt vorkommt oder zum Beispiel auch wenn es morgens dazu eine Warnung gäbe, das könnte schon hilfreich sein. Da hast du recht, die Warnung fehlt. Warnungen gibt es ja bei Apple derzeit nur bei der Herzfrequenz und bei der Geräusche-App. Die, Und die, wenn, ja. wobei würde man sich auch bewusst, denke ich mal, wenn man sich in allzu lauter Umgebung befindet. Allerdings kann man ja auch auf der Watch verschiedene Warngrenzen einstellen, zum Beispiel auch wenn man irgendwo in einer lauten Umgebung ist, wo man es gar nicht mal so laut, man nimmt es gar nicht so sehr wahr, aber über einen längeren Zeitraum kann das trotzdem schädigend sein. Und entsprechend, wenn man die Geräusche-App so konfiguriert, dass sie da auf sowas auch achtet, dann sendet die Watch eine Warnung. Kann auch eine Hilfe sein, ne? Je nachdem, womit man so auch beruflich vielleicht zu tun hat. Ja, es ist vor allem schön, dass sie so die Langzeit halt im Blick hat. Also so und so viele Minuten pro Woche, und dann ist ja praktisch, wird es ja immer, also es kumuliert sich ja letztlich auf, die Lärmbelästigung. Und das kann man ja dann auch in der Health-App nachschauen, weil die Daten ja alle, auch unabhängig von der Warnung, die Daten ja auch alle da verzeichnet werden. Also das ist, glaube ich, ist auf jeden Fall eine interessante Funktion. Ich renne bei den Geräuschwarnungen immer wieder. Der klassische Problem ist ja zum Beispiel Fahrradfahren, wo der Wind halt in die Uhr reinweht, und dann kriegt man schnell mal eine Geräuschwarnung. Oder beim Duschen, wenn man nicht die Wassersperre angeschaltet, die Wassersperre deaktiviert die Geräuschwarnungen. Aber wenn man die Wassersperre nicht angemacht hat zum Beispiel, dann kriegt man beim Duschen auch ziemlich sicher eine Warnung. Also es gibt viele Elemente, wo natürlich das Mikrofon auf Sachen reagiert, die jetzt nicht wirklich das Gehör beeinträchtigen würden, aber halt das Mikrofon sehr laut empfindet, weil es halt direkt reinpustet oder direkt das Wasser da rumspült. Also da muss man mit der Geräuschwarnung muss man ein bisschen vorsichtig, glaube ich, sein. Aber sie ist natürlich ein interessanter Einblick. Und wenn man weiß, dass man öfters in Umgebungen ist, wo es laut ist, kann das durchaus hilfreich sein. So wie du sagtest, dass man eben auch nachjustieren kann oder die Schwelle nochmal anpassen kann, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion da auch drin. Ja, also wir haben in unserer Turnhalle ein sehr euphorisches Publikum, da kommt die Geräuschmeldung Ja. regelmäßig. Ja, und wer ist zum Beispiel auch Eltern von Kindern, können dann auch dadurch aufmerksam werden, dass vielleicht ihre Kinder in so einer Umgebung, dass man dann vielleicht mal so Kopfhörer oder sowas mitnimmt. Also, dass sie beim Duschen losgeht, ist natürlich so ein bisschen am Ziel vorbei und auch ein bisschen schade, weil sowas könnte Apple sicherlich erkennen und unterbinden. An sich erscheinen aber die Geräuschmeldungen oder die Warnungen sehr prominent auch in der Health App, auch vergangene. Wenn man sie vielleicht am Handgelenk gar nicht mal mitbekommen hat, sieht man sie dann spätestens, wenn man die Health App öffnet, weil sie da ziemlich weit oben schon erscheinen. Ne? Auch wenn du geduscht hast, müsstest Ja, du sie genau direkt auch. Ja, sehen. natürlich, natürlich. Also ich meine, ich glaube, das ist sowieso ein zusätzlichen guter genereller Tipp, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass viel zu wenig Leute, auch gerade die eben eine Apple Watch nutzen, die Health-App einfach links liegen lassen. Also die Health-App zu öffnen ist per se schon ein guter Tipp, weil sie ist halt immer noch ein sperriges Objekt. Also ich meine, Apple hat da schon viel nachgebessert und rumgedreht und gemacht und hin und her. Und sie ist sehr unzugänglich, aber sie hat halt einen solchen Fundus an Daten, und also wenn man längere Zeit eine Apple Watch getragen hat oder auch andere Sport- und Fitness-App nutzt, die halt ihre Daten da reinschreiben dürfen, dann hat man einen solchen Berg an Daten in dieser App drin, die halt nur darauf warten, halt ja, entdeckt zu werden oder halt rein, ja. Könnte die mal eine Überarbeitung gebrauchen? Also das ist ja, ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen in der Architektur der ganzen Sache. Apple hatte das ja erst so, ja, gar nicht mal jetzt als für den Konsumenten sehr stark im Gebrauch befindliche App konzipiert, sondern dieses ganze Health Kit ist ja im Prinzip so ein Datentresor, der kanalisiert an
an Dritt-Apps dann Daten ausgibt oder sie dann vereinnahmt und sicher abspeichert. Denkt ihr, da muss auch so ein Umdenken jetzt mal stattfinden? Es ist ja ein Austauschorgan im Grunde genommen, auch zwischen Apple und anderen Anwendern. Aber das Chaos fängt im Grunde genommen, Leo, du bist ja auch immer ein sehr findiger Apple-Nutzer. Vielleicht habe ich da auch noch irgendwas übersehen bislang, aber wenn du die Health-App öffnest, das Manko ist ja, dass da dich erschlagen ja dann mit der Zeit unzählige Einträge. Die kannst du zwar favorisieren oder sagen, ey, ich will nur das und das sehen, aber wenn du viele Einträge sehen willst, fängt es ja damit an, dass diese Übersicht ja alphabetisch sortiert ist. Das macht ja Sinn in so einem Gesundheitsszenario. Ne? Ja. Also da habe ich glaube, ich hoffe, ich habe es empfohlen oder zumindest habe ich, wir geben ja auch immer so genau die Pfade an, wo man Daten findet in der Health App und da habe ich dann auch schon jedes Mal diesen anderen Weg. Also wenn du sie öffnest, hast du automatisch die Übersicht, die ich eben gar nicht übersichtlich finde. Aber es gibt da unten noch diesen Reiter Entdecken. Und da sind die Gesundheitsdaten in der Health App alle so ein bisschen nach, also Vitalparameter oder ja, anders sortiert eben oder ernährungsrelevante Themen. Da kann ich nur jedem empfehlen, darüber einzusteigen, denn da findet man die Daten sehr viel schneller. Ansonsten, ja, sie ist ein Austauschorgan mit anderen Apps. Da sind wir dann auch beim Thema Datenschutz, denn zum einen, Apple selber sagt ja, dass sie die Daten verschlüsseln und dass sie in dem Moment, wo du Touch-ID und Code verwendest, auch auf dem Gerät unzugänglich sind. Aber sie ist ja auch, also sie tauscht ja auf Wunsch, wenn du das zulässt, auch Daten mit Drittanbietern aus. So. Und die wiederum, wenn du da die App öffnest oder ein Konto einrichtest, da lesen sich die wenigsten genau durch, dass sie vielleicht auch ihre Daten dann an deren Server übertragen, wobei jetzt keinen genau interessiert, was du oder ich für einen Herzrhythmus haben. Die sammeln die Daten natürlich, um daraus zu lernen, um ihre Produkte weiter zu verwenden, weiterzuentwickeln. Aber das ist, glaube ich, die größere Gefahr, die beim iPhone oder auch der Watch besteht, dass man auf diesem Weg Daten an Drittanbieter weitergibt, während Apple die Health-Daten selber auf einem dedizierten Server speichert, also auf einem, wo nur, so sagt es Apple zumindest, wo nur die Health-Daten liegen. Und sowohl auf dem Weg dahin, wenn man sie denn überhaupt in der iCloud speichert, ja, das kommt dazu, also natürlich nur, wenn man sie überhaupt speichert. Ansonsten verbleiben sie nur lokal, aber Apple verspricht auf jeden Fall, dass sowohl die Speicherung als auch der Transportweg verschlüsselt werden. Ja, das ist, also da muss man sich, sollte man immer genau überlegen, wenn man diesen, es ist ja ein sehr prominenter Dialog, der da eingeblendet wird und den man ja in der anderen App auch erst, also wenn man irgendeine Fitness-App runtergeladen hat oder eine Sport-App oder Gesundheits-App von einem anderen Anbieter und dann fragt er unter Umständen irgendwann danach, darf ich auf die Health-Daten dann halt auf dem Gerät zugreifen und dann sieht man ja eine lange Liste mit Schaltern, was man halt alles, worauf das alles zugreifen möchte. Und da sollte man vorsichtig vorgehen und halt nicht einfach irgendwie sagen, ja, alles zulassen und dann egal, weil dann kann natürlich diese andere App auch all diese Daten auslesen. Das kann ja auch sinnvoll sein, je nachdem, was das halt für eine App ist. Also ich würde da nicht per se sagen, Vorsicht, Vorsicht, aber man sollte halt drüber nachdenken, was man da halt teilt, weil dann natürlich diese andere App halt diese Daten eben auch tatsächlich auslesen kann und entsprechend den Zugriff hat. Also das, da muss man sich überlegen, wie man da seine persönliche Entscheidung trifft. Und ich glaube, Apple, die haben ja jetzt gerade aktuell nochmal eine Kampagne auch gestartet für die Sicherheit und Datenschutz und ein White Paper veröffentlicht, welche Funktionen da drumherum gebaut sind. Und das ist, glaube ich, schon, also ich würde dem relativ, es macht einen guten Eindruck, die Basiskonstruktion, die Apple da aufgebaut hat, um die Sachen zu schützen, ist, glaube ich, eine gute, weil eben auch diese Auswertung der Daten halt eben rein auf dem Gerät erfolgen sollen. Und alles, was und das bleibt ja auch optional, wenn man halt den iCloud-Sync für Health anschaltet, kann man auch auslassen. Dann landet das auch in iCloud Ende zu Ende verschlüsselt und zwar so oder so. Also nie ohne diese zusätzliche erweiterten Datenschutz erst aktivieren zu müssen, der ja inzwischen viele Bereiche von iCloud Ende zu Ende verschlüsselt. Aber die Health-Daten, die waren sowieso zumindest ab iOS 12 und mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt so ein paar Voraussetzungen, die inzwischen aber einen Großteil der Nutzer, glaube ich, erfüllen. Und dann sind die auch so verschlüsselt, dass eben dann kein Dritter drankommen sollte und die ausschließlich im eigenen, für einen selbst lesbar bleiben. Aber da haben wir auch noch einen Tipp, der uns auch wieder zur Watch zurückführt. Denn die Health App gibt es ja an und für sich nicht auf der Watch, nicht per se zumindest. Da kann man sie nicht öffnen wie auf dem iPhone. Aber sie ist ja da durchaus vorhanden. Und es gibt in den Einstellungen einen Menüpunkt für Health. Und wenn man da reingeht, kann man nämlich unter Quellen genau sehen, welche Apps
auch auf die Daten und auf die Sensordaten der Watch zugreifen und kann sich das mal anschauen und findet das vielleicht nicht alles so richtig und kann es da ändern oder weiß zumindest dann, welche seine iPhone-Apps auch über das entsprechende Frontend auf die Watch-Sensordaten zugreifen. Da mal einen Blick in die Einstellungen zu werfen und da in den Punkt Health ist ohnehin ganz interessant, denn da finden sich auch Daten, also alle Daten, im Grunde genommen alle Quelldaten. Und so gesehen ist Apple ja sehr transparent, weil man zu allen Daten, die Apple erhebt, findet man auch in der Health-App. Man muss sich nur tief genug durchgraben und an der Stelle wiederum ist Apple nicht transparent, denn leicht zu finden sind sie nicht. Aber zum Beispiel die Temperaturdaten, die sie erhebt, die sieht man auf der Watch ja nicht selber. Also zumindest hat Apple keine eigene App dafür. Es gibt eine Drittanbieter-App, die haben wir in unserem Artikel auch vorgestellt. Wrist Temperature. Aber in der Health-App findet man sie eben auch unter den Quelldaten. Da kann man sie einsehen, wenn man das will. Ja, Temperatur ist auch ein guter Punkt. Die kam ja jetzt auch erst neu dazu. Also Temperatur ist ja jetzt der letzte Sensor, der praktisch die Uhr erweitert hat. Also mit der Series 8, also nur in Series 8 und halt jetzt in der Apple Watch Ultra, in den beiden Spitzenmodellen, sagen wir es mal, der Einfachheit halber so, ist dieser Temperatursensor mit drin. Und da war, Apple hat es am Anfang so ein bisschen komisch kommuniziert, fand ich, weil sie haben es sehr stark auf das Zyklusprotokoll ausgelegt, was natürlich ein wichtiges Element von der Funktion ist. Aber der Temperatursensor, der richtet sich schon allgemein einfach an jeden Träger der Uhr. Also ich meine, das Zyklusprotokoll ist halt ein Element davon, aber auch unabhängig davon ist ja diese Temperaturaufzeichnung eher nur während des Schlaftrackings passiert. Also das ist halt inzwischen auch es gibt inzwischen eher eine Menge von Werten, die letztlich davor voraussetzen, die Uhr halt wirklich rund um die Uhr zu tragen, nämlich eben auch nachts und halt eben auch zur Schlafaufzeichnung zu benutzen. Aber wie würdest du den einschätzen, den Sensor? Weil ich muss, um da vorzugreifen, muss sagen, dass mich der Temperatursensor, ich habe zuerst gedacht, okay, ja, das ist jetzt nicht so super spannend, aber ich habe den zu schätzen gelernt, sagen wir es mal so rum. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Inge. Zu schätzen gelernt? Erstmal muss ich fragen, weil? Ja, weil ich gemerkt habe, dass ich die Daten durchaus interessant fand, weil man natürlich, der ermittelt ja auch, also du hast ja zwei Temperatursensoren drin, die einmal halt direkt am Handgelenk messen, einmal die Außentemperatur versuchen mit einzufließen zu lassen und dann ermittelt das ja über mehrere Nächte, ermittelt der so einen Basiswert für dich, was er halt bei dir am Handgelenk so misst und dann siehst du halt den Verlauf und siehst halt aus dem Verlauf heraus natürlich über einen längeren Zeitraum dann auch starke Abweichungen davon, vor allem natürlich, die interessant sind, vor allem wenn es natürlich steil nach oben geht. Und ich fand es halt interessant zu beobachten, weil in dem Moment, in dem man dann tatsächlich selbst halt einfach mal einen Infekt hatte oder Lebensmittelvergiftung hatte ich letztens auch mal, das war unerfreulich, aber sehr interessant, weil auch da ohne alle einzugehen, aber die war halt interessant zu beobachten, dass sich das sehr genau in diesen Temperaturwerten auch wiedergespiegelt hat. Und ja. Ich praktisch an dieser Temperaturkurve und natürlich warnt die einen ja nicht vorher so. Also ich meine, natürlich merkte ich auch, der Infekt ist sowieso da. Da hat mir die Uhr nicht irgendwie geholfen oder besondere Weisheit zuteil werden lassen. Aber ich konnte halt gut beobachten, wann ist dieser Infekt tatsächlich wieder weg. Also letztlich, wann kehrt meine Temperatur wieder zum Normalzustand zurück? Und das war eine Temperatur, die unter Fieber noch angesetzt war. Also es war vielleicht erhöhte, das, was ganz, man irgendwie als erhöhte Temperatur. Das stärkt ja auch unser Vertrauen in die Daten, ne? Ganz wichtiger Punkt. Also das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen an der Herzfrequenz. Auch an der kann man zum Beispiel so das Ausklingen eines Infekts relativ gut noch nachvollziehen. Und auch für sich selbst manchmal so dieses, ich fühle mich gar nicht mehr krank, aber irgendwie bin ich doch noch ziemlich erschöpft. Und das kann man dann genau sehen, okay, also irgendwo im Körper war der noch nicht wieder auf dem normalen Niveau, das davor und danach herrscht. Ja, leider auch mal erst in der Retrospektive, was man das dann sehen kann, beziehungsweise im momentanen Wert sieht man es ja eben dann auch. Aber es ist schon ganz spannend, wie man durch diese
permanente Vermessung des eigenen Körpers eben auch sehr viel herausfinden kann, dass man einfach so, ja, ich sag mal, leichte Missempfindungen, so ein leichtes Unbehagen, das sich aber nicht wirklich in klaren Symptomen äußert, zumindest auch verifizieren kann, dass es tatsächlich jetzt auch statistisch da ist. Ja, so, und dann jetzt nochmal an euch beide die Frage. Hat einer von euch beiden da mal die Blutsauerstoff-App angeworfen? Die hätte das nämlich auch spiegeln müssen, aber auf die Idee kommt man ja gar nicht, ne? Ja, Wobei die zum läuft bei mir Temperatursensor. wirklich nur passiv mit. Siehste, siehste. Ja. Also zum Temperatursensor. Zunächst mal noch für die, die es vielleicht noch, oder man kann es ja dann nachlesen, sie misst ja tatsächlich leider nur nachts die Temperatur. Man bekommt dann auch am nächsten Morgen nur einen Wert, was ich so ein bisschen schade finde. Ne? Und dann ist es halt auch so, im Prinzip diese Abweichung von dem Basiswert, den nimmt sie erstmal über 5 Tage ohne eine Temperatur anzuzeigen, dann hat sie den Basiswert und zeigt dann die Abweichung. Das ist tatsächlich auch das einzig Relevante. Das machen auch andere, so Fitbit zum Beispiel macht das ja auch so und zeigt keine absoluten Temperaturen, sondern nur die Abweichungen. Aber als Nutzer hätte man halt schon mal ein Interesse daran, wie sie nur de facto war, die Temperatur. Man will einfach die Zahlen sehen, ja, weil die sagen einem auch so ein bisschen mehr. Insofern schön, dass man sie immerhin finden kann, wenn man sie finden will. Sie finden sich ja dann auch im Schlafprotokoll. Und noch ganz wichtig für alle, die jetzt die auch eine Series 80 vielleicht gekauft haben und sich fragen, warum ich trage doch meine Uhr nachts und trotzdem sehe ich überhaupt keine Temperatur. Das funktioniert nur, wenn auch zusätzlich der Fokus Schlafen aktiviert ist. Das anfänglich, glaube ich, war es ja nötig, den zu aktivieren, damit sie überhaupt Schlaf aufzeichnet. Inzwischen geht das auch einfach mit Schlafplänen. Aber die Temperatur zeichnet sie nur in dem Fokusmodus auf. Ganz wichtig, sonst wartet man da ewig auf ein Ergebnis. Ja, also das ist eine, also mich deshalb hat er mich überrascht, muss ich sagen, weil ich hätte auch immer bei der Frage Series 7 zu einem günstigeren Preis kaufen oder Series 8 kaufen, hätte ich gesagt, ach, Series 7 hast du praktisch alles, was du brauchst und hast halt viel attraktivere Preise natürlich bekommen. Aber also ich möchte den Temperatursensor zumindest nicht mehr missen. Also das hat mich selbst erstaunt, weil ich damit einfach nicht gerechnet hatte, dass ich den als so eine doch wichtige Ergänzung empfunden habe in den letzten halben Jahren, seit es den halt jetzt gibt auf der Uhr, in der Uhr. Ja. Also für die Temperatur kann ich es deshalb gar nicht so ganz genau sagen, weil wie will ich das nachts noch mit was anderem messen, aber den Sauerstoffsensor und auch Sauerstoffsensor habe ich dann auch gegen zertifiziertes Pulsoximeter heißt das, getestet, ist sehr präzise. Und das gilt im Übrigen auch für das EKG, denn 2019 war das, glaube ich, oder 2018, als das rauskam, da haben wir das ja in Verbindung mit der Medizinischen Hochschule Hannover von einem Professor Dr. Feldmann, der damals noch da war, testen lassen und der war ziemlich begeistert. Jetzt zeichnet zwar die Apple Watch nur ein Einkanal-EKG und im Labor können sie ein 12-Kanal-EKG aufzeichnen, aber das 12-Kanal-EKG heißt ja nicht, dass sie mehr aufzeichnen, das ist dieselbe Kurve, nur dass sie einfach über verschiedene Ableitungen genommen wird und deswegen präziser ist, aber dieses Einkanal-EKG der Watch, was sie dann quasi im Prinzip zwischen rechter und linker Hand messen kann, scheint seiner Bewertung nach wirklich gut, also sehr gut zu sein oder sehr zuverlässig zu sein und ist immer zur Hand, ne? Wie alle die Sensoren, die man dann eben permanent trägt. Das ist der Vorteil der Watch. Nun gibt es ja in Sachen Gesundheit ja noch weitere Funktionen. Eine, die bei mir immer so ein bisschen nervig in Erscheinung getreten ist, bis ich die Notifikation abgeschaltet habe, war die Achtsamkeit. Wie beurteilst du diesen Bereich? Ist das noch ausbaufähig? Also wie gut ist diese Achtsamkeitsfunktion aktuell? Also ganz persönlich finde ich das eigentlich eine super dolle Sache. Wir haben ja nur alle so ein bisschen immer ein bisschen Stress am Arbeitsplatz und da mal runterzukommen oder auch mal abzuschalten, ist eine wichtige Sache, bieten auch fast alle Fitness-Tracker. Ich kenne, glaube ich, keinen, der nicht so Achtsamkeitsübungen anbietet. Das Problem ist, dass genau die Leute, die die Zeit nicht haben, sie das meistens gar nicht anstellen, ne? Und guckt, selbst die Erinnerungen, die nerven dann irgendwann. Jetzt hat ja aber die Apple Watch auch die Möglichkeit, ihre Zifferblätter zu verändern. Du kannst ja alles Mögliche aussuchen und zum Beispiel auch deine Gesundheitsdaten im Ziffernblatt anzeigen. Im Übrigen, wenn die Watch gesperrt ist, werden diese Daten ausgeblendet. Das heißt, wenn du sie ablegst und hast ein Ziffernblatt, wo irgendwie deine Herzfrequenz, Blutdruck, oder Blutdruck ja leider nicht, zu sehen ist und jemand anders nimmt sie in die Hand, kann er deine Daten nicht sehen. Das ist ja schon mal ganz beruhigend. So, und jetzt
verwende ich seit einiger Zeit, weil ich die Funktion solcher Achtsamkeitsübungen durchaus wichtig finde, nur es liegt ja an uns, sie dann auch zu nutzen, habe ich mir das Ziffernblatt Atmung derzeit eingestellt. Das übernimmt im Grunde genommen diese aufgehende, beruhigende Blume der App Achtsamkeit oder Atmen. Und da muss ich tatsächlich sagen, immer wenn ich drauf gucke, das beruhigt mich spontan mal so einen Augenblick. Ich nehme dann leider immer noch zu selten die Zeit, tatsächlich eine halbe Stunde lang ein- und auszuatmen. Aber es ist eigentlich eine wichtige Sache, die wenigsten vielleicht wahrnehmen und gerade die nicht, die sie nutzen sollten. Aber es ist auch ein Tool, was so ein Fitness-Tracker dann eben bietet, ne? Ja, ich glaube, manchmal reicht ja auch einfach mal ein, zwei Minuten zu machen. Also eine halbe Stunde ist ja schon so ein Nein, ambitionierteres so habe ich 30 Minuten, Entschuldigung. Ja, nein, 30. Achtsamkeitsprojekt, was sicher sehr gut ist, 30 und für Sekunden große hätten das halt Entspannung nur. sorgt. Aber es ist ja, ich kenne das auch, dass diese Benachrichtigung, es ist halt irre, gerade wer Kinder hat und morgens bist du im völligen Chaos und alles ist Geschrei und ich will das nicht und das nicht und hier alle Sachen zusammen. Und dann sagst du die Uhr, ah, möchtest du nicht mal in Ruhe über dein Leben reflektieren? So, nein. Also es ist halt leider oft halt völlig daneben, gerade diese Erinnerungsfunktionen. Das finde ich auch schade, weil wenn man natürlich, und ich habe sie auch ausgeschaltet, wenn man die ausschaltet, vergisst man es natürlich auch schnell. Und es ist so, wenn man halt mal tatsächlich dann diesen ruhigen Moment hat, in dem man die Muße hat, eben sich hinzusetzen, das ist natürlich konträr zu dem Sinn, dass man ja damit vielleicht mal runterfahren soll. Und eher sowieso, wenn der ruhige Punkt schon da ist, dann kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll dann diese Achtsamkeitsübung in dem Moment noch ist. Aber also ich kann auch nur empfehlen, das zumindest für sich selbst mal auszuprobieren. Und ich denke auch, dass das was ist, was schon hilfreich sein kann. Also auch einfach mal 2 Minuten kurz mal Pause zu machen, hilft auch manchmal. Ja, soll ja helfen. Aber ich kann das Ziffernblatt empfehlen. Ich finde es wirklich beruhigend. Und ich arbeite immer noch darauf hin, dass ich irgendwann dann auch mal drauf tippe. Denn du hast ja bei den Ziffernblättern immer die Komplikationen und bei dem kannst du irgendwo hintippen und dann schießt die tatsächlich los. Da liegt die Achtsamkeitsübung schon etwas näher. Mal so ein allgemeiner Blick noch auf die Funktion. Es gibt ja unglaublich vieles, was ja auch dazugekommen ist. Vieles haben wir jetzt ja schon genannt. Gibt es aus deiner Sicht, Inge, noch Sachen, wo du sagst, ja, da sollten wir jetzt an der Stelle auch drüber sprechen? Also die sind auch, findest du besonders bemerkenswert? Oh, die besonders bemerkenswerten Sachen, da hatten wir ja schon viel von. Wobei tatsächlich, und das ist auch für viele, viele ein Kaufargument, für eine Apple Watch für sich oder ihre Eltern zu kaufen, das ist die Sturzerkennung. Und mit der Apple 8 SE und ich glaube, also 8 Ultra und ich glaube auch die neueste SE, ja auch eine Unfallerkennung, die nochmal einen Schritt weitergeht. Aber die Sturzerkennung allein, also gerade für ältere Menschen, ne, dass sie dann erkennt, da ist jemand gestürzt und versucht, den erstmal anzusprechen, eine Reaktion einzufordern und wenn die nicht kommt, dann Hilfe zu rufen. Das kann ja lebensrettend sein, ne? Ein Schlaganfall zum Beispiel, wenn man das selber nicht mitbekommt oder nicht mehr regungsfähig ist und die Apple Watch ruft dann Hilfe. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Und das bieten auch gar nicht so viele andere Uhren. Huawei hatte das mal in der Uhr drin, allerdings nur in dem Modell, das auch LTE besaß. Das ist natürlich so der nächste Punkt, auch bei der Watch. Die eine hat Mobilfunk und die andere nicht. Und wenn es eine Watch ohne Mobilfunk ist und es liegt kein Handy in der Nähe, über das sie das aufbauen kann, dann hilft es natürlich auch nicht viel. Ne? Insofern empfiehlt sich dann, wenn man den Fokus darauf setzt, auch tatsächlich eine Watch mit Mobilfunk, wo dann aber wieder andere Sachen dranhängen. Denn Leo, du weißt ja auch, da brauchst du dann auch einen speziellen Mobilfunkvertrag. Kannst ja nicht irgendeine andere SIM reinstecken, sondern oder eSIM aktivieren, sondern das muss ja mit deinem. Also da hängt dann noch ein bisschen mehr dran. Aber trotzdem der Hinweis für Leute, die sich aus dem Grund für eine Apple Watch interessieren, sollte dann idealerweise eine mit Mobilfunk sein. Aber das finde Ja, ich aber einen wichtigen Punkt. wenn man möglichst alle Szenarien abdecken will, ist sicher sinnvoll, dann eine mobilfunkfähige Uhr zu haben. Ich meine, wenn man sich jetzt natürlich in einem Haus bewegt, was mit einem WLAN gut abgedeckt ist, dann müsste das auch über Ja. WLAN funktionieren. Und auch selbst wenn das iPhone irgendwie so weit entfernt ist, es ist
Die Uhr ist da schon interessant. Also ich erinnere mich immer an meine Zivildienstzeit, wo halt viele von den betreuten Senioren halt auch diese Hausnotrufe hatten. Und das waren halt irre komplexe, teure Systeme, mit wo man halt sich irgendwas, da musste man sich ja so ein Notfallding umhängen und konnte darüber dann den Notruf informieren. Oder der ist dann auch beim Sturz, sollte der, glaube ich, auch automatisch einen Notruf auslösen. Aber das hat halt irgendwie, ich meine, es ist lange her. Aber damals hat das, sagen wir mal, vorsichtig, nicht allzu gut funktioniert und hatte halt viele Probleme auch im Alltag, dass halt die Leute natürlich eben auch dran denken müssen, sich das umzuhängen und so weiter. Bei der Uhr ist es vielleicht ein bisschen besser, obwohl natürlich die Apple Watch das Basisproblem hat, dass sie halt auch eben oft geladen werden muss und das ist natürlich auch eine Routine, die du jemandem erst antrainieren musst. Der ladet, die Uhr muss halt immer und dann steht halt jemand nachts auf und hat die Uhr halt auf dem Ladegerät statt am Handgelenk und fällt halt nachts. Also es sind schon viele Probleme, die es halt einfach nicht löst oder die halt immer noch schwierig bleiben. Aber ich denke auch, dass es also die Sturzerkennung schon eine fantastische Funktion ist mit der Erweiterung, dass man sie ja auch als jüngere Person gebrauchen kann, zum Beispiel halt spezifisch fürs Training halt anschalten kann. Also Fahrradsturz ist ja so ein Klassiker. Da hat man auch schon so ein paar Geschichten von Mountainbikern, die dann froh waren, dass da die Uhr noch nach Hilfe gerufen hat, weil je nachdem, wie man halt fällt und vom Fahrrad kann es ja auch passieren, dass man da durchaus mal ausgenockt ist. Also das ist schon ein Sicherheitselement, was nicht zu unterschätzen ist, denke ich auch. Autounfallerkennung ist ja dann nochmal ein eigener Schritt obendrauf und der dann sehr spezifischen, sehr wichtigen natürlich, aber sehr spezifischen Bereich dann nochmal mit abdeckt, idealerweise. Also ja, das sind halt so Einzelpunkte, die sind halt, also Einzelpunkte, die so im Fall der Fälle helfen sollen, während ja die ganzen anderen Sensoren halt eben diese schöne Daueraufzeichnung machen und einem da halt so eine Langzeitsicht geben. Ja, interessant finde ich aber zum Beispiel auch noch, das betrifft jetzt im Moment leider nur die neueren Modelle 8 und Ultra und es und die neue SE, dass diesen Unterschied zwischen Unfallerkennung, die ja beherzigen oder nicht beherzigen, die diese beherrschen, so. Ich habe mir das mal angeguckt, also zum Glück hatte ich noch nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren, aber da hat Apple ja eingebaut, angenommen, man baut einen Unfall mit einem Auto und die erkennen das, startet dann genauso wie bei der Sturzerkennung, dass sie versuchen, den Nutzer irgendwie zu einer Reaktion zu bewegen. Wenn das aber nicht erfolgreich ist, dann wechselt, und sie setzen einen Notruf ab, dann wechselt nämlich das automatisch auf die Watch, sodass dann also. Da kann ja das iPhone dann auch tatsächlich in der Tasche stecken. Das würde alles gar nicht helfen, sodass dann Rettungsdienst tatsächlich über die Watch mit dem Nutzer kommuniziert. Und das wäre dann auch, würde auch wiederum für die Watch sprechen, ne? Ich weiß gar nicht, Leo, die Unfallerkennung, steckt die nur in der Watch oder auch in den neueren iPhones? Also diese Ja, spezielle Car-Crash-Erkennung sozusagen. genau, die kam halt mit allem, was praktisch im Herbst 2022 hat man letztes Jahr neu kam. Ja, da musste ich kurz mal überlegen. Ja. Also die ist halt im iPhone 14 ist Auch die drin, drin, ne? iPhone 14, 14 Pro Mit und halt eben Satellitennotruf in noch. den teuren, genau, Ja. Satelliten kommen da halt noch oben drauf beim iPhone und dann halt in der Series 8 und der Ultra, der SE und in der SE 2 auch, die ja auch im Herbst neu kam. Die habe ich jetzt fast vergessen und außen vor gelassen. Aber die SE 2 ist ja ein spannender Punkt, auf die könnten wir ja auch kurz nochmal eingehen. Ist ja ein interessantes Nebenmodell, was so neben den anderen Watches herläuft. Und es gab ja bis jetzt nur erste Generation, zweite Generation. Die zweite kam jetzt gerade ganz neu. Und die bietet ja einen Großteil der Funktionen der Apple Watch mit zwei großen Ausnahmen. Das eine ist halt das Always-On-Display, also das konstant leuchtende Display, was halt immer die Uhrzeit zeigt. Das fehlt halt, was man sich ja verschmerzen kann, je nachdem, wie man die Uhr benutzt. Und das zweite ist eben diese EKG-Funktion, aber im Sinne von der EKG-App. Also man hat halt keine Möglichkeit, dieses Einkanal-EKG aktiv durchzuführen. Also die SE hat diese EKG-Funktion nicht, sie hat aber die Warnungen vor dem Vorhofflimmern und auch die hohe Pulswarnung. Das heißt, man erhält die Warnung, man kann aber kein EKG anfertigen. Also das sind die zwei großen Einschränkungen, wenn man so will, von der SE. Sie ist dafür natürlich preislich deutlich niedriger angesetzt und sie ist natürlich noch im älteren Design. Also die Displays sind ein bisschen kleiner. Das sind so die Abstriche, die Und man wenn noch. ich das nochmal wiederholen darf, die Blutsauerstoffmessung beherrscht sie ja auch Guter nicht. Punkt, guter Punkt. Und der Temperatursensor natürlich auch. Ja, das ist Genau. gut, dass du es nochmal sagst. Ja, das sind also diese.
sagen wir mal, obendrauf gesetzten Zusatzfunktionen, Gesundheitsfunktionen, die fehlen natürlich in der Tat auch, ja. Und wo du bei den Neuerungen warst, das haben wir, glaube ich, bislang auch noch nicht angesprochen, das ist ja diese neue, und Erinnerungen hatten wir ja schon, aber die Medikamentenerinnerungen haben wir da vergessen. Die Medikamenten-App, ne? Die ist, glaube ich, auch für viele Leute eine hilfreiche Sache. Also Erinnerungen kann man sich ja setzen, wie man will, aber also könnte man sich auch so für ein Medikament setzen, aber hier kannst du ja dann im iPhone deine Medikamente hinterlegen, kannst auch so ein bisschen die Zusammensetzung oder besondere Medikamentenplan hinterlegen und wirst dann eben daran erinnert und kannst auch sagen, ich habe das Medikament nicht zur Hand oder heute mal nicht eingenommen, dass das aber dann auch protokolliert wird. Du hast es, zum Beispiel, du bist irgendwie den Tag über unterwegs und hast dein Medikament nicht mit, dann kannst du es abends nicht einnehmen, kannst du es aber auch protokollieren, was ja auch wiederum dann für einen Arzt ganz wichtig sein kann, wenn er sich fragt, warum jetzt irgendwie doch was wieder Sachen in Erscheinung treten, die das Medikament hätte beheben sollen. Also die ist sicherlich auch eine gute Hilfe, also eine wichtige Hilfe im medizinischen Bereich für diejenigen, die darauf angewiesen sind. Ja. Auch wenn es jetzt nur eine Erinnerung ist und nicht jetzt irgendwie mit besonderer neuer Hardware oder Sensoren zusammenhängt, aber tut was. Und die Watch hast du halt eben immer am Arm und kannst... Ja. In den USA haben sie ja zusätzlich noch die Wechselwirkungen mit drin, was natürlich ein spannender Punkt ist bei Medikationen, dass man halt weiß, okay, da reagiert vielleicht irgendwas komisch miteinander. Also das ist ja dann mehr so im Selbstmedikationsbereich, ne? Weil in Deutschland ist vielleicht irgendwie die Vorstellung, dass die Ärzte das dann im Blick haben im Idealfall oder von mir aus auch der Apotheker im Blick hat, welche Medikamente da miteinander gehen. Aber der Arzt muss dafür natürlich auch erstmal den Überblick haben, was da sein Patient vielleicht alles nimmt. Und da ist es ein zusätzlicher Hinweis, okay, diese zwei Sachen gehen nicht gut miteinander, wäre schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, wann Apple das ausdehnt, diese Funktion. Sie ist halt nur eine Ja, das geht ja nicht um das, um die Konflikte, sondern es geht darum, dass du in den USA, die Medikamentendatenbank ist in den USA hinterlegt und hier halt nicht. Ich weiß nicht, ich habe schon, selbst du kannst ja Aspirin eingeben, das findet er nicht. Ne? Sobald er darauf zugreifen kann, und könnten sie dann natürlich auch Überschneidungen oder Konflikte feststellen. Was dann, ich meine, letztlich, das wird das nächste spannende Thema, weil wir diese Patientenakte haben und das ja auch alle drauf warten, dass möglicherweise das iPhone die auch tiefer integriert. Du kannst es jetzt schon über eine App auf dein Handy laden, über die App deiner Krankenkasse. Aber wenn das dann auch mal ins System, also wenn es die Leute erstmal annehmen, so, das wäre der erste Schritt, und wenn es dann ins System integriert würde, dann wären solche Sachen wie mit Medikamentenkonflikte, wie sagtest du gerade, dass die sich nicht vertragen, Unverträglichkeiten, so, das ist das richtige Wort. Unverträglichkeit oder Wechselwirkung, sowas. Und das würde man dann auch feststellen. Nein, eine ganz wichtige Sache, weil ja, na gut, Thema Patientenakte ist nochmal ein anderes, ne, aber da, ja. Stichwort Apple Watch. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Und das ist ja auch noch eine Funktion der Apple Watch, die sie bei alledem immer noch beherrscht. Ich bin manchmal verblüfft. Machen wir, glaube ich, hier an der Stelle einen Schlussstrich. Wir haben ja sehr viele Themen jetzt gestreift. Wer mehr wissen möchte, es gibt den wunderbaren Artikel, also es ist wie in der Medizin ein Kraut gewachsen, nämlich den Artikel, den Inge geschrieben hat, in Heft 3 2023, wie Leo schon gesagt hat. Sicherlich auch auf Heise Plus abrufbar. Ja, und dann würde ich sagen... Ja, darf ich nochmal einhaken? Da ist selbstverständlich. Auch, der Kollege Holger Zelder hat da ja auch nochmal so eine Art Kaufberatung zusammengefasst, welche Watch sich für wen eignet. Und die enthält auch natürlich die entsprechenden Zeilen zu den Gesundheitsfunktionen. Welche kann was? Dafür haben wir jetzt dann wahrscheinlich keine Zeit mehr. So ein bisschen haben wir es ja schon angerissen, aber es findet sich auf jeden Fall auch in seiner Tabelle. Genau. Wer es vertiefen möchte, es gibt ja genug Möglichkeiten, die wir da anbieten. Ja, lasst uns zu unserer letzten Rubrik kommen in dieser Sendung. Das ist ja die Rubrik Die Frage, und tatsächlich haben wir auch eine ganze Reihe von E-Mails bekommen. Eine hat uns besonders, fanden wir besonders spannend. Leo, das ist ja eine Frage, die uns von Dustin erreicht hat. Was hat er uns denn geschrieben? Ja, Dustin benutzt die, glaube ich, relativ populäre Funktion, die nicht länger genutzten Apps auszulagern auf dem iPhone, was ja letztlich an den Punkt kommt, also dass man automatisch halt Speicherplatz spart oder wenn halt der Speicherplatz langsam eng wird, dass dann halt eben Apps ausgelagert werden, automatisch, ohne dass man sich darum kümmern muss und die halt selbst löschen muss. Und die Apps sind eben nur praktisch, die App-Hülle ist halt ausgelagert und die Daten der App bleiben halt auf dem Gerät. Das heißt, in dem Moment, in dem man diese App wieder runterlädt, kann man einfach
an dem Punkt weitermachen, an dem man aufgehört hat, wenn man so will. Also es geht dabei nichts verloren. Das ist eigentlich eine nette Funktion, um eben halt sich da ein bisschen nicht so sehr um seine Speicherplatzverwaltung kümmern zu müssen. Aber sie hat halt einen interessanten und sehr unangenehmen Nebeneffekt, dass sie natürlich sehr wahllos wirkend an einem gewissen Punkt einfach die Apps halt runterwirft, die man nicht geöffnet hat. Und nun kann es halt sein, dass man Apps braucht oder benutzt, die man halt nicht aktiv öffnet. Und der Klassiker, der sich so in den letzten Monaten und Jahren heraus, seit es die Funktion gibt, herauskristallisiert haben und die jetzt auch im Beispiel in der Frage von Dustin vorkam, sind halt diese Warn-Apps, von denen wir ja in Deutschland eine ganze Reihe haben. Also ich meine, Katwarn ist halt eine, Nina sind so die anderen, kann auch irgendwie eine App vom Deutschen Wetterdienst sein, die halt natürlich auch die Extremwetterlagen mit drin haben. Oder die lange Zeit war es halt die Corona-Warn-App, die ja so der Klassiker von so einer Standard-Warn-App war, die man halt vielleicht auf dem Telefon mit sich herumgetragen hat. Und wenn man diese Apps halt nicht andauernd öffnet, und gerade bei diesen Warn-Apps ist es ja so, dass die einem nicht viel Motivation geben, die im Alltag groß zu öffnen, die richtet man einmal ein und dann ist diese Warn-App da. Es gibt ja auch es gibt ja auch diese 110, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber eine Notruf-App, wo man praktisch per App in Deutschland halt den Notruf erreichen kann. Und diese Apps öffnet man ja normalerweise, nachdem man sie einmal installiert hat und einmal geöffnet hat und einmal eingerichtet hat, öffnet man die ja nicht mehr. Und dann Wochen später oder vielleicht 4 Wochen später, 8 Wochen später oder wenn halt der Speicherplatz knapp wird, plötzlich sind diese Apps halt weg. Und du kriegst natürlich auch keinen Hinweis darauf, aber du kriegst natürlich eben auch keine Push-Nachricht mehr über diese Katastrophenwarnung, die halt dann in Katwarn anläuft oder also irgendein Hochwasser, mag ja irgendwas Kleines sein, was Größeres sein, was Fatales sein. Inzwischen haben wir natürlich jetzt nochmal ein anderes Warnsystem ja in Deutschland auch dazu bekommen, was unabhängig von diesen Apps funktioniert. Insofern, das spielt hier natürlich auch mit rein. Aber man kann sich eben nicht darauf verlassen. Und dass diese Warn-Apps halt konstant auf dem Gerät bleiben, wenn man die Funktion aktiviert hat. Und es gibt keinen so richtigen Ausweg. Also es gibt halt keine Möglichkeit, es gibt keine Einstellung im System, dass man sagen kann, diese App darf nie ausgelagert werden. Also diese Funktion gibt es nicht. Man könnte wahrscheinlich, also ich habe es noch nicht ausprobiert, könnte man sich was basteln mit einer Automation, die einfach automatisch einmal pro Woche halt die Katwan-App öffnet oder welche App man auch immer halt da nicht missen möchte. Aber also gerne auch Frage an die Hörerinnen und Hörer, wer da eine Idee hat oder selbst schon in dieses Problem gerannt ist und eine Lösung dafür gefunden hat, bitte gerne auch schreiben an uns. Also wir sind da sehr neugierig, wie eure Erfahrungen sind und ob ihr einen Ausweg gefunden habt aus dieser Misere, weil man muss das wirklich im Hinterkopf haben, wenn man halt gerade spezifisch bei solchen Warn-Apps gerne gewarnt werden möchte, langfristig. Betrifft ja vielleicht auch noch weitere Apps, die so, ja, die man für besondere Zwecke immer mal braucht und die dann ewig auf Standby liegen und die man dann aber halt erst dann wieder aufmacht, wenn der Fall eintritt und die vielleicht dann auch ausgelagert sind. Ja, Ja, das sehr spannend. Interessante ist ja, dass Apple das automatisch macht, befreit uns zwar von jeglichem Zutun, aber bei Google bekommst du da einfach nur die Meldung: Hey, diese App hast du ewig nicht verwendet, sollen wir die nicht mehr auslagern? Weiß ich gar nicht, ob es das da gibt, aber du wirst einfach nur informiert über den Status, ne, und wird nicht im Hintergrund einfach geschehen. Das ist manchmal der Nachteil von It Just Ja. Works. Ja, Feedback zu der Frage und natürlich auch generell Fragen an uns, Feedback jeder Art an podcast@macandi.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse für den Mac and I Podcast. Als YouTube-Kommentare, auch da lesen wir immer wieder ja mal was da drunter geschrieben wird. Wir nehmen gerne Likes und Abos auf YouTube, auf unserem Kanal. Und Rezensionen auf Apple Podcasts, die freuen uns natürlich auch. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Punkt unter der Folge Mac and I Podcast Nummer 46. Die nächste Sendung, und da verrate ich hoffentlich oder glaube ich nicht zu viel, wird uns sicherlich dann das Thema WWDC und was da so kommt, dann beschäftigen. Da werden wir drüber sprechen. Wir gucken auch noch so ein bisschen nach einem Termin, deshalb nenne ich jetzt mal hier keinen heute. Vielleicht kommen wir ja auch ein bisschen früher raus, je nachdem, wie der Zeitplan es zulässt. In diesem Sinne, eine schöne WWDC, ein ja, gesunde Tage bis dorthin, passend zum Thema. Danke Inge und danke Leo und bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.